einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Bei uns hat jetzt auch der Frost zugeschlagen. Und da wollte ich in dem Video einfach mal so eine Glaubensfrage an euch stellen. Seid ihr eher die Nutzer von Scheibenenteisern, wie wir es hier haben? Hier habe ich jetzt mal den Shiny Garage De-Eiser, ein ganz neuer Scheibenenteiser am Start. Oder seid ihr eher so auf der Schiene Eiskratzer? Also Murska oder verschiedenste Bauformen gibt es aus Kunststoff, kleine Karten auch mit Besen dran. Also seid ihr auf der Seite der Scheibenenteiser oder seid ihr doch am Morgen die Eiskratzer, die damit die Scheibe vom Eis befreien wollen? Und dann machen wir doch gleich mal den Vergleich hier mit dem Shining Garage De-Eiser. Die Scheibe ist richtig schön, auch mit kleinen Wassertropfen noch eingefroren, richtig gut. Also da muss er zeigen, was er kann. 500 ml sind drin und den wollte ich jetzt einfach mal hier mit in den Test nehmen. Weil nicht jeder hier nutzt so einen Eiskratzer, sondern es gibt auch viele, die einfach so ein Scheibenenteisen nutzen. Und da können wir mal starten, hier oben den Sprühkopf auf vollen Spray stellen. Und dann schauen wir uns das mal an. Also ein sehr kleiner, feiner Sprühnebel, der hier drauf kommt. Und der Verbrauch ist sehr, sehr gering. Also man denkt erstmal gar nicht, dass hier Scheibenenteiser drauf ist. Und ihr seht schon, es fängt sehr schön schnell an zu enteisen. Ich gehe mal hier vorsichtig mit dem Finger drauf. Ja, okay, also so eine kleine Eisschicht ist noch drauf. Da warten wir mal so ein paar Minuten. Und während das hier auf der Seite komplett enteist, ihr seht, funktioniert schon mal gut, nutze ich auf der anderen Seite den Eiskratzer. Wenn man sich da einen Moment Zeit nimmt und das genau macht, braucht man auch nicht unnötig oft drüber reiben. Und hat ruckzuck die Scheibe von Eis befreit. Also das funktioniert wirklich gut. Die Murska-Eiskratzer wirklich noch die Favoriten. Ich denke mal auch dieses Jahr. Bis jetzt habe ich noch keine Alternative gefunden. Also die Scheibe wäre jetzt innerhalb von, sagen wir mal, 10, 15, 20 Sekunden hier vorne von Eis befreit. Funktioniert gut. Jetzt ist circa eine Minute vergangen und wir schauen mal. Ja, also hier ist das, sollte jetzt ganz easy mit dem Scheibenenteiser funktioniert haben. Und wenn ihr jetzt noch einen Eiskratzer zusätzlich mit habt, löst sich das hier ohne Probleme an. Da reicht selbst ein Finger und ihr könnt die Scheibe hier von Eis befreien. Hat auch so einen frischen Duft, dieser Scheibenenteiser hier von Shiny Garage, der De-Eiser. Also hat gut funktioniert. Den würde ich euch vielleicht empfehlen, wenn ihr eine richtig dicke Eisschicht drauf habt, weil da kommt er dann auch mit dem Eiskratzer nicht so schön über dieses harte Eis dann. Also vorher Scheibenenteiser, da müsst ihr euch wirklich ein paar Minuten mehr Zeit nehmen und dann im Anschluss das lockere Eis einfach mit dem Kratzer entfernen. Und jetzt könnt ihr mal gerne unten reinschreiben, seid ihr eher die, die sagen, ich nutze nur so ein Scheibenenteiser, weil ich möchte nicht mit dieser Klinge auf das Glas. Ja, so sieht richtig schockgefrostetes Eis aus. Also am Abend noch enorm hohe Nässe, viel Wasser auf dem Lack und über Nacht alles schockgefrostet. Hat schon was Magisches. Aber jetzt gehen wir hier auch nochmal auf die Frontscheibe. Hier testen wir jetzt auch nochmal den De-Eiser von Shiny Garage. Hatten sich ja wirklich ein paar von euch gewünscht. Es ist wirklich ein sehr geringer Spray und die Wirkung ist sehr, sehr stark. Also man denkt ja erstmal, man sprüht hier gar nichts drauf. Ihr kennt ja auch so Scheibenenteiser. Ich mache mal hier zwei Punkte. Die haben so einen richtig breiten Spray und dann läuft ja schon alles nach unten. Also der wirkt sehr fein und wir können ja mal in die Nahaufnahme rangehen. Und dann kann man das gut erkennen, wie der Scheibenenteiser langsam jetzt diese Eiskristalle auflöst. Und hier läuft dann schon das Gemisch nach unten. Also funktioniert wirklich sehr gut. Auch hier drüben, wo ich den einzelnen Punkt aufgesprüht habe, seht ihr schon, ja, da löst das Eis sehr gut ab. Also, bis hierher funktioniert gut. Wir haben aktuell minus 6 Grad Celsius und dafür macht er wirklich einen guten Job. Fahrerseite möchte ich ja auch frei haben. Verbrauch ist auch mega gering und hat einen richtig schönen frischen Duft. Hier sehen wir jetzt, wie diese kleinen Eiszapfen zusammenfallen wie kleine Türme. Sieht schon irgendwie sehr amüsant aus und funktioniert echt gut. Und damit könnt ihr ja mal gerne unten reinschreiben, seid ihr eher Fan vom Scheibenenteiser oder hier vom Eiskratzer und schreibt auch euer Lieblingsmodell unten rein. Das wäre echt mal interessant zu wissen.
Vorteile vom Scheibenenteiser lassen sich einfach anwenden, werden nur auf die Scheibe aufgesprüht und lösen dann das Eis auf. Und das passiert auch ohne Kontakt. Das heißt, keine Klinge, die hier über das Glas reibt. Viele haben ja da Angst vor Kratzern, also die müssen dann wirklich zum Scheibenenteiser greifen. Nachteil, dauert wieder einen Moment. Und wenn hier viel Glykol oder andere Stoffe drin sind, die zum Beispiel sich auf eine Scheibenversiegelung drauflegen, dann kann es durchaus sein, dass am Anfang eure Scheibenversiegelung hier nicht mehr so gut funktioniert, weil das Glykol unter anderem diese Versiegelung zusetzt. Und dann müsst ihr einfach nochmal mit einem Glasreiniger drüber waschen oder mit einem Isopropanol Wasser gemischt, dann funktioniert eure Scheibenversiegelung wieder. Haben wir auch schon mal einen Test gemacht, verlinke ich euch nochmal an der Oberseite. Kostet auch etwas mehr Geld als so ein Scheibenkratzer. Und deswegen müsst ihr einfach schauen, wie oft müsst ihr denn eure Scheibe kratzen. Am Ende nutzt ihr vielleicht auch hier so eine Scheibenabdeckung oder habt noch andere Technik hier, wie bei Frontscheibenheizung oder habt eine Garage, ganz klar, dann braucht ihr das euch gar nicht erst anschauen. Beim Eiskratzer folgender Vorteil: einmalige Anschaffung, hält auch eine ganze Weile. Den habe ich jetzt schon 2 Jahre. Die Klinge ist immer noch top und funktioniert. Der kostet so 5 bis 6 Euro in die Richtung, gibt es manchmal auch Preisschwankungen und macht einfach seinen Job. Einmalige Anschaffung und funktioniert auch einfach richtig gut. Jetzt hier auf dem Eis, da ist schon nahezu alles angelöst. Geht halt auch ruckzuck. Also ihr habt sehr schnell die Scheibe von Eis befreit. Nachteilig ist wieder, ihr habt richtig mechanischen Kontakt zur Scheibe. Viele haben da Angst vor Kratzer. Ich bin bis jetzt sehr gut damit gefahren. Auch auf dem alten Leon hatte ich da keine Seitwärtskratzer oder so Längskratzer. Also ich kann die Ängste nicht so verstehen. Bei diesen guten Eiskratzern sollte das eigentlich nicht passieren. Ihr kennt ja noch diese Kunststoff-Eiskratzer. Die reißen dann auch richtig hier vorne an der Klinge und da kann es dann schon zu Problemen auch an der Scheibe führen. Ein Nachteil, den ich hier bei den Eiskratzern sehe, wenn das Eis zu dick ist, dann schafft es auch hier so ein Eiskratzer nicht mehr. Dann müsst ihr vorher mit einem Scheibenenteiser einfach das etwas anlösen, um dann mit dem Eiskratzer hier den Rest zu erledigen. So, und jetzt sind wir wirklich am Videoende angekommen. Schreibt mal gerne eure Favoriten unten rein. Das ist jetzt mein Paar für diesen Winter 2018. Ich bin echt zufrieden hier mit dem Shiny Garage. Die Eiser vom Duft her auch richtig süßlich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich denke mal, in der nächsten Zeit wird auch wieder mal Frost kommen und dann können wir noch weitere Tests machen. Bis dahin, ciao Leute. We'll be right back.